My stomach is growing, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, ja, es ist mal wieder eine Versus-Folge. Ja, ganz genau. Hier ist die Packung, Freunde. Ja, ich pack's hier mal aus. Hier ist ja hier richtig Mafia-Licht. So, ausgepackt hier. Mal sehen, was da drin ist hier. Chicken McNuggets, da sind sie. Schön durchgesuppt und eine Süß-Sauersoße. Na, mal sehen, ob ich das nachbauen kann. Erstmal gucken wir uns hier die Gegner an. Ja, sie sehen sehr passend geformt aus. Wie kriegt man die aus einem Filet rausgeschnitten? Das frage ich mich immer wieder. Naja, mal sehen. Erstmal hier so ein schönes China-Bierchen, ne? Johnny vs. Chicken McNuggets. Ja. So, ich messe mal nach, ey. 5,5 cm lang hier, ne? Höhe ungefähr, ja, 1,5 cm. So, jetzt gucken wir hier mal. So. Das sind drei verschiedene Formen, die sie da irgendwie haben. Wo sie das Fleisch irgendwie reinpressen oder die Reste von irgendwas. Und dann wird das hier, ihr seht es, drei Stück, die passen genau übereinander. Das sind 6er Chicken McNuggets. Ich weiß nicht, wie die das aus dem Filet rausgeschnitten kriegen. Aber, mein Gott, ich versuch's mal. So, hier mein Messer hier. Hier, habe ich natürlich jetzt nicht da, ne? Ist gerade weg. Da muss ich hier so ein anderes nehmen. Ich dachte, für McDonald's reicht dieses Messer hier. Ja, soll ja auch Fast Food und günstig sein, ne? Ja, so reingeschnitten. Schöne Hähnchenbrust hier. Drei Stück hatte ich da ungefähr. Meine ich jedenfalls. Und dann rein mit ein bisschen Öl hier. So, na, schön umrühren hier. Oh, das sieht gut aus. Könnte man jetzt schon von naschen, ne? Von den kleinen Nuggets hier. So, ja, schön mit dem Löffel da rein. So, jetzt habe ich hier Parmesan, Pfeffer, Salz, Chili-Pulver, Sugar für die Girls ist das nicht. Das ist hier ein bisschen, hier ist das Brot gekrümelt hier. Ne? Und jetzt der Parmesan, eine Tasse rein hier. So, Chili ist rein. Oh, ich messe das heute mal in Tassen ab, ne? Ordentliche Ladung hier. Wer es schärfer will, muss noch ein bisschen mehr draufhauen. Salz und Pfeffer darf man nicht vergessen. Einfach reinballern hier. So. Ganz genau. Und jetzt drehen wir das mal, rühren wir das mal um hier. So, schön hier. Na, das reicht ungefähr für die doppelte Menge von Hähnchen. Ne? Ich hatte da noch ein bisschen was von über. Aber das schadet ja nicht, wenn man ein bisschen mehr hat. So, alles da rein. Und dann heißt es umrühren. Na, schön panieren quasi. Ja, das wären die quasi fritteusenfreien Nuggets. Ah, für den schmalen Fuß. Da essen sogar Girls mit, ne? Ja, dafür habe ich den Parmesan reingebaut. So, während das eine ein bisschen parmesiert, ne? Bereiten wir jetzt hier die Süß-Sauersoße vor. Ich habe hier ein paar Pinchen vorbereitet. Hier ein bisschen grüne Paprika hier, irgendwas. Ne, die Chilis waren's. Und hier, was haben wir hier? Ja, ein bisschen Ananas. Ja, Knobi nach Bedarf. Ne, Ingwer was. Knoblauch. Ja, genau. Ja, hier haben wir auch noch was. Und hier ein bisschen Ananassaft. Ja, hier passierte Tomaten hier. Ungefähr hier. 400 Liter hier. Milliliter. Öl in der Pfanne, Freunde. Ja, süß-sauer hier. Ich zeige nochmal hier rüber. Und hier, ja, da seht ihr es. Direkt aus China das Rezept. Oder Japan. Die trinken auch ein Bierchen. Und ich genehmige mir auch eins. Zwiebeln erstmal unten rein hier. Ein bisschen anschwitzen hier. Und dann kommt der Knobi hinterher. Ja. Hier waren 2, 3, 10. Hier Ingwer, ja, auch so ein Pinchen, ne, Freunde? Oh, angeschüttelt. Rote Chili rein, hier. Schön ein bisschen mit anschwitzen, hier. Im ganzen Gesumse, ne? Oh, sieht schon mal ganz fein aus hier, ne? Oh. Jetzt hier ein bisschen Ananassaft hier. Halbes Gläschen reinballern. So, kann man hier aus dem Döschen nehmen, den Restsaft hier. Und jetzt hier zwei Pinne hier, Sojasauce hier. Reingeschüttet. Prost nochmal hier. Zack, hier. Das sind die besseren Messbecher. Und hier ein Pinnchen hier, Apfelessig. Ja, genau. So, damit löschen wir es ein bisschen ab hier. Oh, ja, da dampft es hier.
Jetzt hier nehmen wir schön hier ein Möhrchen da rein. Eine Möhre muss rein. Und dann schön umlunsen hier. Oh, hier eine grüne Paprika. Ich habe eine grüne genommen. Hebt sich ein bisschen besser ab von der Farbe her. Könnt natürlich auch eine andere Farbe hier nehmen. Aber die grüne passt hier ganz gut. Ihr seht ja, bunt ist gut. Jetzt hier ein bisschen Ananas. Hab so ein halbes Döschen, so ein bisschen klein geschnippelt. Und dann reingewimpst hier. So, wer mehr Ananas will, muss halt mehr reinwimsen. Ganz genau. So. Jetzt passierte Tomaten hier. Mit denen ist es passiert, deswegen heißt es nicht so. 400 Milliliter, ne Quatsch, 200 waren es, sorry. Und hier 3, 4 Löffel ungefähr Honey für die Girls, ja. Zucker habe ich mir gespart, ich dachte mir Honig kommt geiler. So, jetzt mal lassen wir es ein bisschen aufköcheln hier. Und ich mache mir erstmal ein Bierchen auf, würde ich sagen, ne. Zack hier, so. Oh, da kommt ein kleiner Schuss mit rein, das ist auch nicht schlecht hier. Das schadet nicht. Warte, ich kipp noch mal ein bisschen was nach. So, für den Geschmack richtig was her. Der Duft, wie das duftet. Ein bisschen aufkochen lassen, Freunde. Ja, und ihr wollt diese Konsistenz von der Soße haben, ein bisschen Stärke rein und ein bisschen Soßenbinder. Hier, zwei große Esslöffel vielleicht. Und dann zur passenden Konsistenz rühren. Dann sieht das so aus. Süß-sauer Onkel Johnny Soße, will ich sagen. Ja, die können wir in so ein Gläschen abfüllen hier. Ah, wie es läuft, Freunde. Ja, eine sehr gute China-Soße. So, und nun schütten wir es mal rein. Ach scheiße, da läuft's nicht mehr. Naja, egal. Ich mach weiter. So, da muss man es halt nochmal abputzen an der Seite. Ist ja ganz kein Problem, ne? So, reicht für ein schönes Glöschen. So, ich probiere mal hier noch ein Stück. Ab in den Hals hier. Komm her hier. Schön grob mit Stückchen. Deckel drauf, ich hab's abgewischt. So, weg damit. Nun, Freunde, wir können endlich den Grill zünden. Ja, hier. Eine Seite Direct Heat hier. Sieht schon mal sehr gut aus. Deckel zu, wir heizen erstmal ein. So. Auf dem Gitter, ne? Ich positioniere es hier mal im Hellen hier. Ein bisschen schneller hier, kann man die drauflegen. Deswegen habe ich nicht das heiße Gitter genommen, Freunde. Das klebt euch dann sofort fest, das Hähnchen schicken. Das kann langsam gegart werden. Ja, so, eine Seite. Mehr habe ich auch nicht auf dem Grill gekriegt hier. So. Und jetzt Indirect Heat hier, rechte Seite. Ihr seht, Deckel schließen. Ungefähr eine halbe Stunde, 20 Minutes, 25. Ihr müsst da mal nachgucken, je nachdem, wie dick ihr die gemacht habt. Boah, da sind sie auch schon. Ja, so sehen sie aus, Freunde. Ja, Gold Brown. Ja, dann könnt ihr sie runternehmen. So, einfach nehmen hier die Nuggets hier. Also, wenn ihr kleinere Stücke macht, sind sie natürlich schneller fertig. Ist ja klar, ne? Ich sag mal, nachmessen mit dem Thermometer oder sonst was oder mal einen anschneiden. Und dann habe ich hier mal einen Teller Chicken Nuggets fertig. Wow, da sind sie auch schon. Und weiter, Freunde, ich komme gegen das Original an. Ja, ich frage mich immer, warum man sich den Aufwand macht, alles zusammenzukleben, wieder in eine Form zu pressen, wenn man das doch einfach so machen kann. Einfach was abschneiden von der Brust. Oder sind da etwa Sparmaßnahmen hinter, versteckt? Ja, ich spare mir Arbeit und presse nicht zusammen, so wie hier. So, meiner, ja, sieht fast genauso groß aus, ne? Aber meiner ist aber ein bisschen dicker und rustikaler. Ich schneide hier mal an. Ja, hier ist er auch schon. Ja, weiß, ne? Keine Struktur. Schön fein gemöllert und zusammengeklebt. Ja. Köstlich, würde ich sagen, ne? Hier. Ja, sehr gut, ne? Ja, warum macht man denn sowas, ne? Kann man das nicht einfach so machen hier? Ich sehe es mal an, hier kann man auch so, die Kruste ist gut hier. Schnappe Dulli, würde ich sagen, hier. So, hier sind sie. Zack. Ja, komm hier. Ich kann sie auch so ein bisschen zerpressen hier. Ja, so wie das Original also. Nicht, dass es hier irgendwie nicht weich genug ist oder so. Jetzt probieren wir mal die Soße auf. Und da sehe ich schon das erste Problem. Wenn ich jetzt mit meinem Gefährt da ankomme. So, jetzt will ich da reintunken. Das klappt, da klappt doch irgendwas nicht, ne? So. Ja, so geht's vielleicht. Aber man saut sich dann den ganzen Tisch ein. Ja, dafür habe ich eine Lösung. Ich nehme mein Glas hier. Mit meiner Soße.
Dann schmeckt es auch viel besser. Einmal eingetunkt und jetzt heißt es ab in Hals. Ja. Boys and Girls, ballert's euch rein. Ja, ich hab's wieder nicht ganz hingekriegt, das Original so hinzukriegen. Ich hatte keine Formen und irgendwie gefällt's mir so besser, aber das muss ja jeder selber entscheiden. Abonnation nicht verpassen. Lunzt weiter, Freunde. Hier!